So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge auf der Oberbayern Map im LS19. Letzte Folge haben wir ja geeggt. Und das Feld hier vorne, also Feld 33 und Feld 46, sind jetzt fertig, also sind gegrubbert und gepflügt. Und wir werden jetzt Dünger ausbringen. Und ich würde sagen, wir beladen jetzt den Düngerstreuer. So. Machen wir mal hier zu. So. Warte mal, was ist hier? So. So. Und dann machen wir mal an. Gehen auf den. So. Oh. Da gehen sowieso nur 1000 Liter rein in den Düngerstreuer. Also reicht eine ganze Schaufel. Und noch mehr, da gehen zwei rein. So, dann machen wir mal aus und machen den hier an und fahren damit immer streuen. Erst hier vorne und dann auf Feld 46. So. Arbeitsbreite von 15 Metern. So. Wir bringen 100 Liter pro Hektar aus. Ja, kann man hier nochmal schön sehen, da aktuelle Ausbringmenge 100 Liter pro Hektar. Ja, weil mehr streue ich nicht, weil mehr braucht der Boden nicht. Habe ich schon geguckt. Wir werden dann auch in den nächsten Folgen, mal in einer der nächsten Folgen, werden wir mal Bodenproben nehmen von den Feldern. Oder werde ich offscreen machen und dann ins Labor schicken. Und dann haben wir schon mal, wissen wir, wie der Boden ist, wie die Bodenverhältnisse sind. Da miete ich mir dann einen Bodenprüfer, also der Bodenproben nimmt. So ein Fahrzeug extra miete ich mir dann und gebe dann Gas und schicke es ans Labor und dann wissen wir auch die Bodenverhältnisse. Ja.
Ich habe ihn jetzt an und er wirft automatisch da, wo gebraucht wird. Also wo Dünger benötigt wird, das rechnet er aus. Zum Beispiel, ihr seht es jetzt, jetzt wirft er und gerade eben hat er nur da geworfen, wo gebraucht wurde. Jetzt seht ihr das auch gleich wieder. Jetzt schaltet er ihn gleich wieder automatisch aus und schaltet ihn dann da an, wo gebraucht wird. Also hier wird überall noch gebraucht. Ich würde sagen, da fahre ich nochmal, fahre ich den leer. Nochmal ganz, weil hier wird anscheinend überall gebraucht. Auf dem ganzen Feld. Jetzt zum Beispiel wieder nicht. Aber er ist an, Leute. Er ist an. Jetzt fahren wir nochmal hier lang. Achtung, jetzt müsste sich theoretisch wieder einschalten. Oder? Nee, dann ist hier unten schon alles fertig. Dann fahren wir mal hier oben lang. Da habe ich noch ein Stück am Rand. Da können wir nochmal lang fahren. So, jetzt schaltet er sich wieder ein. Ja. Der Baum wird mitgedüngt. Fahren wir mal ein bisschen von innen. Das müsste reichen. Die Menge, die da noch im Düngerstreuer drin ist. Ja, so einigermaßen. Aber passt. Soweit. Jetzt fahren wir auf Feld 46. Wir machen ihn jetzt schnell voll und dann fahren wir auf Feld 46. Können die Schaufel auch direkt wieder voll machen, weil ich glaube, dass auf Feld 46 mehr gebraucht wird. Oder nee, ich glaube nicht so, aber wir füllen die trotzdem schon mal voll, dann ist sie schon voll. So, dann fahren wir zu Feld 46. Auf geht's. Bisschen Straßenfahrt, ganz kurz.
Aber da ist es auch schon, das Feld. Das Zielfeld. So. Zimmer. Dann schauen wir hier jetzt auch. Wie gesagt, wenn ihr dieses Professional Farming oder so runtergeladen habt, dann könnt ihr einfach den Streuer anlassen oder die Spritze einfach anlassen und einfach fahren, außer ihr wollt sparen. Wenn ihr noch nicht, wenn ihr nicht genug habt, dann spart lieber. Wenn ihr noch nicht genug Geld habt, um euch dann noch weiter mit Dünger zu versorgen, weil der ist nicht billig, der Dünger. Und ja, wenn ihr es halt, wenn ihr genug habt, so wie ich, also ich habe ja noch Geld, ihr seht es ja oben, 800.000, also ich kann mich noch versorgen, weil ich habe auch keine Schulden, dann kann ich ihn zum Beispiel die ganze Zeit anlassen, weil, also es ist halt, eigentlich hat man immer das Geld, sich Dünger zu kaufen, da kann man sich jetzt drüber aufregen. Oder so, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, oh, das war jetzt, ui. Oder die Waldfee, das ging aber ganz schön auf den Rad. Auf die Räder vorne. Hoffentlich ist da nichts gebrochen. Puh. Na, dann düngen wir das andere Feld auch noch ein bisschen mit, mein Gott. Ja, hoffentlich ist da nichts gebrochen. Weil sonst können wir den Pflegeschlepper erstmal nicht benutzen. Der lässt sich auch schon so komisch fahren. Mal ein bisschen langsamer. So, da sind wir fertig. Aber an der Stelle würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!